In Peking sind die Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm wieder aufgenommen worden. Mit China als Gastgeber nehmen daran insgesamt 6 Staaten teil, Nord- und Südkorea, die USA, Japan und Russland. Überraschend gab es gleich am ersten Tag direkte Verhandlungen zwischen Staatssekretären aus Pyongyang und Washington. Morgen sollen die Gespräche in der großen Runde fortgesetzt werden. Das heutige Ende einer Dienstfahrt nach fast 12-stündigem Gesprächsmarathon. 6 Unterhändler verlassen das Pekinger Staatsgästehaus. Die Diplomaten sind nicht euphorisch, aber auch nicht unzufrieden. Noch keine Übereinkunft, nein, wir müssen noch hart arbeiten, verkündet Amerikas Delegationschef. Eine Prognose für morgen wage er nicht. Dass Amerikaner, Nord- und Südkoreaner, Japaner, Russen und Chinesen überhaupt wieder an einem Tisch sitzen, gilt schon als Erfolg. Die sogenannte Atomkrise, der Streit um Kim Jong-ils Nuklearprogramm, brennt allen auf den Nägeln. US-Unterhändler James Kelly hatte die Gespräche eröffnet mit der Forderung nach einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Demontage des nordkoreanischen Nuklearprogramms und etwaiger Atomwaffen. Der hungerleidende stalinistische Staat könne dafür mit Wirtschaftshilfe rechnen. Die USA wollten Nordkorea weder angreifen noch besetzen. Nordkorea verlangt jedoch konkrete Sicherheitsgarantien der Amerikaner, bevor es sein Nukleararsenal abbaut. Denn Kim Jong-il argwöhnt, die USA strebten tatsächlich einen Regimewechsel in Pyongyang an. Das Bild des Tages noch symbolisiert es Wunschdenken und nicht die Wirklichkeit. Denn zur versöhnlichen Geste waren die 6 Verhandlungsführer schon am Morgen angetreten. Das war noch vor dem Beginn der Gespräche, in die auch Peking große Hoffnungen setzt. Gastgeber China will vor allem eines: Stabilität. Denn ein Zusammenbruch des kommunistischen Bruderstaates Nordkorea würde Peking politisch schwächen und zudem einem gewaltigen Flüchtlingsstrom aussetzen.